Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu Recycle, der Müllabfuhr-Simulator irgendwas. So, es geht auf jeden Fall weiter. Ihr seht es vielleicht schon, ich habe schon ein paar Mülltürmen hier ausgeleert. Moment, ich glaube, die hier muss ich noch mitnehmen. Ich glaube, die muss ich noch mitnehmen. Genau, ich habe hier, ihr seht es unten auf der Map, die Mülltonnen sind schon alle grün. Ich habe halt den kleinen Fehler gemacht, ich habe 2 Mülltonnen überall aufgestellt. Das sollte ich nicht machen, weil das ist eine Menge Arbeit, habe ich so festgestellt. Und ich habe sogar schon mal ausgeleert auf der Müllkippe. Ich sag euch. Ach ja, ja, bring mal ran jetzt hier die Mülltonne. So, so sieht es erstmal aus. Ein paar Mülltonnen haben wir auf jeden Fall noch, so ist nicht. Und ja, wenn der jetzt mal noch zulaufen würde, dann wäre alles cool. Und blups. Ich habe mir auf jeden Fall überlegt, wir haben Geld 18.449. Sobald wir mehr Geld haben, ja, 500 kriegen wir ja immer, genau. Mal kurz einen Blick reinwerfen, ob das gute Stück auch leer ist. Und dann bitte wieder zurückschaffen. Und die nächste gleich mitbringen, wenn es geht. Ja, wie gesagt, oh, wir steigen bald auf. Ich denke mal noch eines. Nächste Stufe 4, braunes Glas. Ah, okay. Das Problem ist aber, für diese Container, wie ihr sie hier seht, müssen wir leider so einen Kranwagen kaufen. Oder beziehungsweise so ein Müllfahrzeug mit Kran oben drauf. Das ist dann, glaube ich, auch das Größte. Und da können wir die Teile auslernen. Aber ich denke mal, das ist richtig cool. Da bin ich auch gespannt drauf. Ich werde dann nur noch mit dem großen Teil rumfahren und werde dann quasi die Müllcontainer auslernen. Da gibt es bestimmt auch richtig Kohle. Und ja. Also, oh, Stufe 4 erreicht. Vielen Dank dafür. Was gibt es bei Stufe 5? Verbrennungsanlage. Na, dann brauchen wir gar keinen Müll mehr machen. Dann sind wir eh Millionäre. Wenn wir die Verbrennungsanlage dann schon haben. So, wir können dann quasi auch weiterfahren. Den können wir hinten aufsteigen lassen. Da vorne stehen schon die nächsten. Wir müssen insgesamt jetzt noch... Moment, hier haben wir den Auftrag. Noch 6 Stück müssen wir jetzt noch auslernen. 6 Stück. 6 Stück hinten drauf, bitte. Genau, noch 6 Containerchen. Ja, ich bleibe ja schon stehen. Halt an. So, das Ganze können wir noch verdichten hier. Ach, das war jetzt ein Fehler, aber jetzt können wir nicht fahren, wenn wir verdichten. Oh, nee. Aber das geht Gott sei Dank relativ schnell. Und dann schmeißen wir... Oh, jetzt hat man gerade die Ampel hier. Dann schmeißen wir die nächsten hinten rein. So, warte mal. Ich habe aber eine Idee. Ich fahre jetzt einfach mal hier drüben drauf. Die Müllautos in Real Life machen das nämlich auch immer so. Die stellen sich vielleicht nicht gerade auf den Bürgersteig und den Rasen, aber die stehen auch manchmal auf der verkehrten Seite. So, und da stehen wir nämlich genau neben dem Müllcontainer und dann dauert das Ganze natürlich nicht so lange. So. Und da dreht er wieder seine Pirouette für die A-Wertung. Und nach oben, bitte. So, wir brauchen eigentlich nur gucken, ob wir 800 Kilogramm, dann ist die Mülltonne nämlich auch leer. Meines Erachtens, weil mehr geht eh nicht rein. 800 Kilogramm. Geht da wirklich so viel rein in so eine Mülltonne, in so eine große? Na wohl, nee, ich glaube, ja doch, 800 Kilo, das könnte schon hinkommen. Auf jeden Fall. So, die gleich. Das geht da viel schneller, oder? Ja, wenn da nicht immer diese komischen Kreise laufen würde. So, und dann haben wir schon, Moment, hier einmal nach oben. Dann haben wir schon Nummer 16 und dann können wir Gott sei Dank, dann müssen wir das Zeug noch auf die Müllkippe fahren, ausladen und dann fahren wir zurück und dann sage ich euch, dann lassen wir nur noch arbeiten. Ja, wir haben die Schnauze voll hier, das kann ich aber wissen. So. Okay, komm du Drollo. Hinten aufsteigen. Wir können übrigens ja auch nur 2 Leute pro Fahrzeug, also für diese Fahrzeuge hier, das ist das Problem. Da gehen nur 2 Leute, einer muss fahren, einer muss ausleeren und ja. Das ist halt... Ich habe gedacht, man könnte hier hinten eventuell 2 und dass es dann schneller geht. Aber das ist leider ein Fehldenken von mir gewesen. So. Jetzt stellen wir uns einfach hier so hin. Und blups. Handbremse anziehen. Zack. Und auf zur Mülltonne. Wir stehen ja auch gar nicht im Weg, finde ich. Überhaupt nicht. Wehe, einer beschwert sich von den Anwohnern. Kipp mal den Müll in den Hauseingang das nächste Mal. Das könnt ihr aber wissen, aber sowas von. So, hier hoch. Zack, auf geht's. Und die nächste Kohle landet auf unserem Konto. Wieder 500. Könnte schneller gehen. So, die kannst du zurückschaffen. Aber wir haben schon 17 von 20 Mülltonnen. Also alles ist gut. Das passt auf jeden Fall. So, auf zum nächsten. Und hinten
So, Mann, das gute Stück. Und dann müssen wir zur Müllkippe. Und wir können ja auch nur zu einer fahren, und zwar nur zu der städtischen, habe ich so festgestellt. Bei allen anderen, ich glaube, die können wir uns kaufen, aber zu denen können wir jetzt aktuell nicht hinfahren. Oh, da waren noch 720 drin. Da gucken wir doch mal, ob der doch leer ist. Jo, ist leer. Sehr schön. So, kannst du den auch zurückschaffen, mein freundlicher Freund? Der Müllabfuhr. Und da vorne haben wir noch die letzten zwei hier stehen. Und dann haben wir das auch geschafft. Gott sei Dank. So. Und dann diesmal einmal los hier. Parken natürlich hier wieder schön, so wie es gehört, auf der falschen Seite. Zack. Und es wurde ja schon spekuliert, dass ich ab der dritten oder vierten Folge, das ist ja übrigens die vierte Folge, kein Führerschein mehr haben werde und dann sowieso nur noch arbeiten lasse. Ja, schön wär's. Kann ich dazu nur sagen. Schön wär's. So, auf nach oben. Und haben wir die nächste Kohle kassiert. So. Und das wird unser letzter Streich heute, jedenfalls was Müllcontainer betrifft. Wir haben es nämlich schon 14.18 Uhr. Eieiei. Ich glaube, 16 Uhr geht die Schicht. Was ich noch nicht so richtig, oder was mir ein Rätsel ist, sind diese zwei, also dieser grüne und dieser gelbe Pfeil hier oben. Ich weiß nicht so richtig, was das sein soll. Ob das jetzt irgendwie navigationstechnisch, keine Ahnung. Ob da vielleicht der eine Pfeil in die Müllkippe, der andere Pfeil in die nächsten Tonnen. I don't know. So, pass auf. Städtische Mülldeponie. Zu der müssen wir nämlich. Zu der dürfen wir nicht fahren und zu der dürfen wir auch nicht fahren. Nein, nein, nein. So, komm Jung, steig ein. So. Falls ihr euch mal wundern solltet, warum ihr bei der Mülldeponie nicht ausladen könnt, ist eigentlich auch so ein logisches Ding. Ist mir nämlich passiert offscreen, wo ich hier quasi schon ein paar Müllcontainer ausgeladen hatte, dass sich das einfach nicht allzu lange hinzieht, ist, wenn der Typ noch hinten drauf steht. Dann funktioniert das nicht. So, und wir müssen jetzt hier einmal gerade hoch. Oh, shit, die Ampel ist rot. So. Und steck. Und grün. So richtige schöne Verarsche-Ampeln. Hier ran. Kennt ihr das? Die Ampeln? In dem Moment, wo man anhält, schalten die auf grün. Könnte ich mal ausrasten. So, wir müssen auch tierisch auf Blitzer aufpassen hier. Da vorne die Ampel ist. Was ist sie jetzt? Jetzt ist sie grün. Oh, grüne Welle erwischt. Sensationell. Ja, ich stehe auf dem Gas. Es passiert nur nichts. So, hier vorne haben wir ein Vorfahrtsschild. Das müssen wir beachten. Da müssen wir natürlich gucken. Und dann haben wir jetzt geguckt sozusagen und fahren hier raus. Ich finde es eigentlich ganz, ganz neckisch gemacht, das Ganze. Also, gefällt mir. Doch, es gefällt mir. Recycle. Der Müllabfuhr-Simulator. Auch nicht schlecht. Ich nicht gedacht, dass ich das mal spiele. Obwohl ich ja für diese Simulatoren generell zu haben bin, das muss ich auch dazu sagen. Also Simulatoren gefallen mir eigentlich sehr gut. Ist zwar auch oftmals mal Trash dabei, aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, die Simulatorschiene verbessert sich. Also das kann man, da kann man jetzt schon nichts anderes behaupten. Das passt schon. Werden schon immer besser. Ich mag nur Simulatoren nicht, wie zum Beispiel jetzt der OMSI oder so, das ist halt so ein Simulator, der ist mir einfach viel zu umfangreich. Also da, keine Ahnung, also da bin ich überhaupt nicht drauf klargekommen, da habe ich glaube ich 10 Parts gemacht oder so oder 15 Parts, ich weiß es nicht genau. Leute wollten den auch noch sehen und alles, aber ich hatte einfach so keinen Bock drauf. Ich habe mich da so geärgert bei OMSI. Vor allen Dingen war das Spiel auch so verbuggt, das war ja noch das nächste, was dazu kam. Was ich eigentlich immer mag, sind Simulatoren, wo dieser Wirtschaftsaspekt mit dabei ist. Simulation und so Wirtschaftsstrategie, das ist eigentlich so ein bisschen die Mischung, die mir gefällt. Hoppala, da war ein kleiner Leck. So, einmal hier rein. Oi, was ist los? Nice, das Spiel hat sich aufgehangen. Nein, hat es sich doch nicht. Ich finde es sensationell. Das Spiel scheint ja wirklich auch an teilweise Rechnergrenzen zu gehen, weil ich habe hier alles auf Ultra und ja, es ist auf jeden Fall lustig. So, ich kann nicht auslernen, warum nicht?
Muss ich noch verdichten? Jetzt. Stand zu nah dran. Obwohl die Grafik eigentlich gar nicht so krass beeindruckend ist. Aber hier so diese bestimmten Schatten, die übrigens komplett scheiße aussehen, scheinen da wirklich... Das macht er jetzt nicht, oder? Hat er nicht gemacht. Wäre mich verarschen, oder? Alter Schwede. So, Zeit für ein Patch, Leute. Junge, Junge, Junge. Es war ja schon das Grausame, dass das Spiel zu Release-Datum ja, nicht funktioniert hat. Ich musste mir das Spiel quasi selber patchen und die Dateien verändern, dass das Spiel überhaupt gelaufen ist und nicht quasi beim Start gecrashed. Das war schon ja die erste Erfahrung, die ich gesammelt habe damit. Und ich muss mal schauen, vielleicht sollte ich in den Optionen, den Grafikoptionen, ich habe jetzt hier alles auf Maximum, Schattenweite, das ist so ein Ding eigentlich, das kann man, ne? Objektdetails, das kann man mal lassen, Texturqualität, ja, würde ich auch ganz gern so lassen. Kantenklettungsdunst, komm, das übernehme einfach mal. Mal gucken, ob es schon was gebracht hat. Also das Spiel läuft auch auf 70 FPS bei mir, also ohne Frage. Aber, irgendwie. Und was mir aufgefallen ist, was bei dem Spiel auch ziemlich krass ist. Ich bin out of memory gegangen. Das eine Mal. Das Spiel ist gecrashed, weil ich keinen Arbeitsspeicher mehr zur Verfügung hatte. Und das bei 16 GB. 16 GB Arbeitsspeicher. Ist doch eine Sensation, oder? Ja, also das Spiel spammt den Arbeitsspeicher. Fuck, hier ist rot. Ja, das Spiel spammt den Arbeitsspeicher voll. Ich weiß nicht warum. Der läuft, umso länger man spielt, läuft der Arbeitsspeicher voll. Und das letzte Mal hatte ich, glaube ich, 3 Parts aufgenommen oder 2 Parts und habe ausgemacht und hatte 10 GB benutzte Arbeitsspeicher. Das fand ich sehr beeindruckend. Habe ich so auch noch nicht gehabt. So, die Grafikkarte beruhigt sich gerade etwas. Übrigens eine GTX 77, 4 GB Edition. Also das Spiel, ne, wisst ihr Bescheid. So, wir müssen da unten auf den Parkplatz, das heißt, wir fahren hier vorne rechts. Wenn wir dann irgendwann mal losfahren. Komm, ist gerade grün, Junge, fahr zu. Oh, Zelle an, so ein Vollpfosten und ich krieg die Strafe, oder? Ja, klar. War wieder so klar. Die kann ich leiden. Leute, die, wenn die Ampel auf gelb schaltet, die sind noch 5 Meter vorne Vollbremsung hinlegen. So, kommt's grün. Und dann fahren wir einmal hier rum. Genau, dann da unten rechts um die Ecke, dann nochmal rechts und dann nochmal rechts und nochmal rechts und dann sind wir da. So. Oh, rot. Da kam gar keine Gelbphase, habt ihr das gerade gesehen? Auch nicht schlecht. Aber dieser kleine Stunt an der Mülldeponie, der hat mich jetzt schon wieder beunruhigt. So, und wir sind schon Level 4. Unglaublich eigentlich. Geht relativ schnell, muss man sagen. So. Jetzt müssen wir da unten rechts rum. Und da steht unser anderes Müllfahrzeug. Das ist natürlich schon längst fertig. Aber so wie es aussieht, schaffen wir es pünktlich. Oh, da war rot. Und wir haben keine Strafe gekriegt. Das ist sehr gut. Bei manchen Ampeln scheint es zu funktionieren. Ja, hier steht unser anderes Fahrzeug. Das ist sehr, sehr gut sogar. Achso, wir können auch... Na komm, wir parken jetzt hier rückwärts ein. So. Schön gerade drauf fahren. Und wir stehen. So. Ja, wir stehen. Und wir können theoretisch einen neuen Tag beginnen. Nein, wir gehen vorher in den Managementbereich. Routenlizenzen. 2 Routen haben wir bis jetzt gekauft, und zwar die. Und teilen hier bei der Route. Das habt ihr mir auch empfohlen. Teilen wir das mal so ein. Das habe ich in den Kommentaren gelesen. Dafür vielen Dank. Ich soll nur jeden zweiten Tag machen. Allerdings glaube ich... Ach ja, ich kann jetzt hier auch schon kaufen. Ich kann
kann jetzt hier schon. Dann lass uns doch mal hier ein paar kaufen davon. Kaufen. Wie viel können wir. Die kosten 200. Wir haben auf der einen Route haben wir. Moment. 9. Nee, Quatsch. Ja, doch. 9 und 10 Plätze. Das heißt, wir brauchen. Wir brauchen davon auf jeden Fall, wenn wir gelbe Tonne machen, wir einmal in der Woche. Ich würde sagen einmal. Wir kaufen erstmal 19 Stück. So, kaufen. Einmal dienstags. Dienstags. Achso, die Frage, die ich mir jetzt gerade stelle, kann man hier beides machen? Nee. So. Und dann blaue Tonne. Kaufen wir jetzt auch nochmal 19. 3800. So, haben wir wieder gut Geld ausgegeben. Dann machen wir blaue Tonne. Und dann machen wir einfach. Komm, wir kaufen hier nochmal 19. Machen hier nochmal gelbe Tonne. Gelbe Tonne. Gelbe Tonne. Und wenn wir jetzt eigentlich krass wären, würden wir hier auch nochmal blaue machen. Das wäre, denke ich, ein guter Wechsel. 19. So, jetzt haben wir nur noch 6800. Und jetzt müssen wir erstmal Geld verdienen. Das passt auf jeden Fall. Das passt auf jeden Fall, ja. Und damit würde ich sagen, beenden wir unseren lieben Tag und switchen quasi ja, einen Tag weiter, aber das im nächsten Part. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Vielen, vielen Dank für die ganzen positiven Bewertungen, die ich auf dieses Let's Play in den letzten Folgen bekommen habe. Genau so sollte es weiterlaufen. Lasst das Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Schreibt einen netten Kommentar. Und ja, ansonsten, ich freue mich, dass wir das machen können hier. Finde ich alles super. Und ja, ich freue mich auch, dass ihr dabei seid. Und in diesem Sinne bin ich erstmal raus. Bis morgen. Tschüss.